Gut, wir sind in der Defensive. Ich habe mir einen Sniper ausgepackt. Mal sehen, wie gut wir jetzt hier mit in der Defensive sind. Ach ja, genau. Oh mein Gott. Sind die Gegner? Oh mein Gott. What? Ach, das ist ein feindlicher Panzer. Okay. Wunder. Klappt gerade wunderbar irgendwie. Das ist hier auf höchstem Niveau bei mir. Gehen wir mal zu dem trotzdem. Klappt ja wunderbar. What, die haben zwei Panzer? Oh Gott, so. Ja, gut, da hatte ich keine Chance gegen. Oh, ich wollte gerade sagen, hat er es geschafft, mich noch zu retten? Okay, die haben zwei Tanks. Gehen in die Stadt, glaube ich, erstmal rein. Wobei, wir bleiben bei unserem Squad erstmal. Da ist ein Panzer. Warum kann ich den nicht markieren? Okay, der war nicht schlecht. Der Kerl, da habe ich einfach nur veraimt, aber der hat guten Feuerspeed drauf gehabt. Versuchen wir mal hier diese Linie zu halten. An Scopes bin ich halt nicht mehr gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht gesehen, wo. Absolut nicht gesehen, von wo ich da gerade. Da habe ich zu lange gebraucht. Oh Gott. Naja, dieser blöde Martini Henry. Gut, wir versuchen hier zwar gerade irgendwie jede Linie zu halten. Aber es wirkt unbalanced, sehr unbalanced. Dann halt so. Ah jo, das können wir nicht mehr halten, ne? Lass mal zurückziehen, wir sollten. Das war's mit meiner Deckung. What? Okay. Alter, dass die zwei Panzer haben, ist ja schon eh. Übel, wir verlieren jetzt alle Positionen. Aber ich möchte gern bei dem Squad bleiben. Mal ganz kurz ins Flugzeug vielleicht rein. Oder auch nicht. Alter, drängen die uns hier zurück. Und ich bin nicht gut mit Panzerabwehrgeschütz. Feindlicher Panzer in Sicht. Ich war hinter der Deckung! Wie hart desinken wir denn hier alle? Oder ist das wieder Netcode-Probleme? Oh, da habe ich in die Wand geschossen. Nice. Panzer in Sicht. In meiner Ansicht sollte man als Sniper halt nicht dieses Lens-Flare machen. So einfach ist das. Nicht dieses Lens-Flare und fertig. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Oh shit.
Geht nicht kaputt. Gut. Na, einen haben wir. Ja, da habe ich veraimt. Da habe ich ganz klar veraimt. Wir gehen mal nach unten hin. Ich glaube, da halten wir gerade besser. Da kriegen wir auch ein bisschen Air Support. Yo! Was greift mich denn da jetzt auf einmal über die Seite? Alter, diese Panzer. Ganz ehrlich. Erstmal einen Schluck. Gehen wir rum. Alter. Ja. Ganz ehrlich. Wirkt unbalanced, die Runde. Hart unbalanced. Gut zum Teufel. Ja. So viel zum Thema feindliche Stormies, ne? Und schießt du. Ah, okay. Da war ein Schuss. Glaube ich. Okay, gucken wir einfach mal. Haben wir jetzt jemand hier drin oder was? Da ist tatsächlich jemand, der flog. Eine Rakete, so ein Antitankgeschütz. Oh nein! Treffe ich nicht. Da ist doch sein Kopf. Melde feindlichen Sturmsoldaten. Neben mir ist jemand gespawnt. Seht ihr den Sturmsoldat? Feindlicher Sperr gesichtet. Haben wir. Haben wir auch. Geht doch. Wow. Okay, einen haben wir. Alter, sind hier gerade viele schon drin. Wir verlieren diese Stellung. Wiederum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, wir räumen gut auf. Warten wir kurz mit unserem Spawn. Beziehungsweise wir gehen mit ihm hier mit. Und gucken mal, dass wir hier vielleicht die Gegner ein bisschen verlangsamen. Oh mein Gott, für eine Person Granate. Alter, ich hasse diese ganzen Granaten und so. Flugzeuge waren gar nicht so extrem in dem Krieg mit drin, auf diese Art und Weise. Vor allem nicht, dass sie sich reparieren konnten im Flug. Ich finde, so wie im Battlefield 2. Man landet und muss sich dann im Landen reparieren. Aber nicht während des Fliegens. Na. Oh, wir haben Panzer. Na gut. Da oben war ein Snipperle. Da haben wir hier noch jemanden negativ. Ich dachte, bewegt sich.
Ich dachte, er wäre schon angeschossen gewesen. Wir helfen. Shit. Es ist nicht ordentlich für Damage, aber immerhin Damage. Ach, da ist auch noch was! Was hat ein MG? Bescheuert, dass das noch ein MG hat, das Teil. Gut, ich glaube, wir gehen mal nach da unten. Weil wir hier aktuell Wackel mit den Leuten haben. Ach, daneben. Right. Haben die da sogar schon Verstärkung gespawnt? Ja. Ach Gott. What? Komm. Nein, die fliegt nicht so weit. Ich bin greedy. Oh mein. Ah, ich wollte gerade abdrücken. Aber trotzdem war ich greedy und hab die beiden da aus dem Loch geholt. Perfekt. Nicht so perfekt, wenn wir die Stellung hier unten verlieren. Ach du heilige Scheiße. Was da gerade geflogen kommt, ey. Hallo? Panzer in Sicht. Vier Panzer oder was? Ja, schieß auf mich, wenn dann MG auf dich schießt. What? Danke für die Ausrüstung. Okay. Oh, hier kommen jetzt Granaten runter. Ich sollte vielleicht wieder wechseln. Schön, dass die Hälfte besiegt wurde. Während wir strugglen, überhaupt die Hälfte der Map zu halten. Das heißt, wir werden früher oder später zurückgedrängt. Und ich würde sogar eher sagen, früher als später. Okay. Perfekt. Das war ein Panzer. Oh shit. Wie viele Fahrzeuge kann der Gegner nicht haben? Ein Fahrzeugabwehrkit. Das wäre eigentlich jetzt was, so ein Tankhunter. Warte, ist das auch noch eine? Oh ja, das ist auch noch eine Panzerabwehrkanone. Je mehr wir davon in
Betrieb nehmen, desto größer ist doch die Chance, dass wir die Panzer down kriegen. Jo, ne, okay, der hat die abgeaimt. Au. Ach, ich muss gar nicht so hoch zielen. Ja gut, ich muss gar nicht hoch zielen. Habe ich ganz vergessen. Ich denke immer dran. Höher zu zielen, aber ist gar nicht Not. Oh, die sind schon in den Graben hier unten. Immerhin haben wir einen rausbekommen. Da sitzen zwei in dem Dings drin und eine Waffe, die nicht existieren sollte. Ahaha. Gut, versuchen wir mal unter Beschuss, ja. Haltet die Linie. Da kann man nicht durchschießen? Come on, Battlefield. Wir kommen jetzt nicht mehr da vorne ran. Aber selbst wenn wir das jetzt schaffen, wir würden ja hier nochmal verteidigen. Da sind gerade zwei abgesprungen und wir haben hier keinen Spawn mehr. Ja, wir müssen eigentlich runter und ran. Ja, runter und ran. Bam, wir fliegen in die Luft. Ja. Komm, komm, komm. 8 Sekunden Spawn. Das ist eine lange Zeit. Okay, erstmal. Erstmal gönnen wir uns hier ein bisschen Aufklärung und eine Granate darüber einfach. Gut, Verdammte. Das war zu... Oh, shit. Das war eher Glück, weil das so doll gewackelt hat. 80? 80 nicht viel. Von der Seite. Hab gehofft, dass wir von der Seite noch gedeckt werden, aber werden wir tatsächlich gar nicht mehr. Warum rennt der weg? Wohin rennt der? Keine Ahnung, wir müssen den Graben halten. Wieso rennst du weg, Buddy? Oder die Linie ist ja nicht mal mehr ein richtiger Graben, ist ja nur noch so eine Defensivlinie. Okay, laden wir nach. Gott. Die kriegen einen super schweren Panzer, oh ja. Und wir sind jetzt hier in der Defensive, oder was? Schießt er gegen das Holz, okay, gut zu wissen. Na? Ich sehe einen Sanitäter. Ah, der ist stehen geblieben, okay. Ja, dann jetzt nicht mehr. Ich hab hier einen Sanitäter. Okay, wir haben da aber gut aufräumen können.
Dann kam die Kavallerie von der Seite. Wir haben nicht viele Leute bei A. Das ist schlecht. Der superschwere Panzer macht mir Sorgen. Oh, das ist ein Trench Raider, glaube ich. Nein, nicht wieder rauf. What? Der duckt sich, wenn ich schieße. Feindlicher Panzer gesichtet. Das ist aber nicht der schwere Panzer. Oder der überschwere Panzer. Ich wollte gerade sagen, das muss doch ein Treffer sein. Da drüben ist der Sanitäter. Ein Sanitäter von der Gegenseite. Da drüben ist ein feindlicher Speer. Ah, da ist der super. Aua. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Okay, wir Zeit nochmal unsere Leuchtfackel abzufeuern. Da. Ah. Langsam wird es hier ein bisschen tight. Jo, den treffen wir nicht. Dass das kein Heady war. Da fühle ich mich jetzt beleidigt. Aber okay. Ich hätte eine Granate nach dem ersten Treffer werfen sollen, anstatt nochmal zu scopen. Und dann zu gucken. Alter, verlieren wir hier gerade viele Männer. Oh, es ist hell auf der Map, wenn man eben gerade noch so in der Dunkelheit gegammelt hat, ey. Oh Mist, wir bleiben, glaube ich, mal hier. Einfach nicht bewegen, vielleicht ignoriert die Kavallerie uns. Oh, die... Wollte gerade fragen, habe ich jetzt ernsthaft gegen die Gleise geschossen? Ah, ich wollte pushen. Hat nicht ganz geklappt, aber... Ah, die gammeln da jetzt echt gut dran. Vielleicht haben wir aber... Ja, oh, wir nehmen es aber wieder zurück ein. Und haben Struggle bei B gemacht. Ja, klar. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und da ist eins unserer Flieger gecrashed. Warum? Ich glaube nicht, dass er abgeschossen wurde. Das ist der überschwere Panzer. So, na, repetier, fein. Aufpassen, feindlicher Speer gesichtet.
Okay, der will nicht mehr Cookie Cookie machen. Hey, hier liegt ein Flugzeug, cool. Das war nicht meiner. Das aber. Seht ihr das? Ein feindlicher Panzer. Mir war der Medic eher wichtiger, dass du den markierst, aber... Sure, da war auch ein feindlicher Panzer. Shit. Ach komm, Buddy. Buddy! Okay, ich verstehe. Du willst mich verarschen. Bin ich kein Freund von, aber nimm mich so hin. Soldat da drüben. Au! Bleiben wir kurz in Ruhe nach. Hey. Da drüben, feindlicher. Ja, bei den ganzen Gewackel durch diese Panzer kann ich nicht in Ruhe zielen. Das haben die Gegner natürlich auch nicht, weil die ja keine Panzer haben, die da andauernd neben dir reinschießen. Aber wenn ich die Option gesehen habe, kann man es nicht ausschalten. Wenn ich in den Optionen richtig gesehen habe, auf jeden Fall. Ja. Also einmal nach da. Eine nach dort. Ach, genau, du schießt auf mich, während vor der Geschütze und so sind. Holst du dir lieber einen Kill? Prost auf dich. Muss ja mal überspringen zum Beitreten. Mhm. Ja. Ach du heilige Scheiße. Ah, wir haben verloren, oder? 35 Kills mit dem Sniper war gar nicht mies. Ehrlich gesagt, war eine gute Runde. Oh, wir sind noch nicht raus. Wir sind noch im Rennen. Einfach alles weg. Kommen wir hier runter? Tatsache. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir laden mal kurz nach. Oh nein, wir haben daneben geschossen. Ich wollte gerade sagen, lass mich bloß hier mich irgendwo in Deckung begeben. Was? Oh, das Feldgeschütz, ernsthaft. Und wir haben hier keinen Medic unten? Nee. Ich weiß, ich war unten. Ich habe versucht, was dagegen zu tun. Oh nein, da unten. Perfekt. War hier nicht gerade noch ein Panzer? Okay, dann nicht. Oh ja, perfekt. Granatenkill. Noch ein Panzer? Die haben 3 oder 4 Panzer. Oh, ich bin tot. Drei oder vier Panzer haben die. Holy crap.
Oh Gott. Ah, daneben. So, Panzer. Nichts, was ich gerade treffe. Einfach durchladen. Wir müssen diese Linie, Alter. Echt jetzt daneben? Ach komm, treffen wir noch was, bitte. MG, seid vorsichtig. Oh shit. Ich glaube, das würde jetzt hier gerade anders aussehen. Was? Darüber? Würden wir, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Würden die Panzer reinfahren, dann hätten wir gar keine Chance. Würden jetzt die Panzer hier reinfahren, dann hätten wir gar keine Chance. Nee, komm, behalt die Maske auf. Wir wollen ja nicht ersticken unbedingt. Scheiße. Aber wir können die Linie halten. Bloß nicht. Das haben wir jetzt nicht überlebt, aber okay. Wir haben sehr gut die Linie gehalten. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wir können sehr stolz auf uns sein. Wir müssen jetzt es nur noch schaffen. Alter, wenn wir das schaffen, diese jetzt nochmal zu halten, dass die Gegner keine Chance hätten, das wär's ja. Was kommt von da? Nope. Oh, verdammt. Ach, komm rauf. Den habe ich doch gewusst, aber wie soll ich da bitte... Ich könnte den doch durch die Wand erschießen. Wäre das... Also eigentlich müsste ich den ja durch die Wand erschießen können. So, oh, wir haben einen Panzer. So rein theoretisch. Ja. Ist er da noch? Ja, klar! Okay, jetzt sitzt er da. Das Gute ist, er merkt nicht, dass ich ihn durch die Deathcam noch sehen konnte. Und wir haben leider verloren. Wir haben gewonnen! Noch eine Runde! Okay, wir gehen wieder hier hin. In der Hoffnung, die Leute hier ein bisschen aufzuhalten. So gut wir können. Okay. Okay, das ist einer von unseren Leuten. Na, da habe ich daneben geschossen, ganz klar. Was hat er sich genau in dem Moment geduckt? Da drüben ist ein Sanitäter. Sanitäter, da. Hm? What? Okay.
Okay, jetzt schließen wir mal kurz unsere Aufklärung. Nicht die Gasmaske, danke. Gut, wenigstens einen endlich mal. Ich meine, wir wollen diese Stellung nur halten, um ein bisschen Gegner aufzuhalten, mit der Großoffensive zu starten. Und es hat geklappt. Die Großoffensive ein bisschen zu verlangsamen. Das heißt, wir können jetzt ruhig nach A uns dort eingraben und hoffen, dass wir es jetzt nochmal halten. Wir müssen jetzt eigentlich mit dem Behemoth und allen Panzern, die wir haben, einfach straight rein. Einfach koordiniert rein. Dann wären wir down. Echt jetzt? Geht doch. Na. Das ist ein Panzer, ne? Hm. Soldat da drüben. Ich habe keine Ahnung, wie hoch man zielen muss. What? Okay. Als ob die Artillerie uns, genau. Ihr wisst, was ich meine. Als ob. Aber wir verlassen den Graben und sind ziemlich weit vorne. Wir sind mutig. Ja, aber ich glaube, wir könnten wirklich gewinnen. Der Behemoth ist schon wieder halb down. Aber der bewegt sich jetzt auch rein. Und unser Panzer zieht sich zurück. Wir könnten... Nein, 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 hier hin. Und die haben 1, 2, 3, 4 Panzer, wenn ich das richtig sehe. Okay. Okay. Oh Gott. Ah, ich bin gestorben. Blöde Chuchat. Crap MG. Ich würde gerne hier oben spawnen. Dann will ich, genau da will ich spawnen. Diese Seite hier nach links abdecken ein bisschen. Au. Ah, sitzen die da und warten eigentlich nur, okay. Lecker, lecker. Dann gehen wir halt nach unten in den Graben. Wir haben 160 Gegner noch, die müssen wir jetzt aufhalten. Wir machen das in guter alter Defensivmanier. Liegen und... Das ist mir neu, dass da was war. Perfekt.
wollen jetzt über die Flanke wiederkommen. Glaube ich zumindest. Haben wir noch eine Aufklärung? Nein. Was mache ich denn da? Ich hätte nicht so weit gehen müssen. Alter! Das war ein richtiger Hit. Ja, klar. Glaube ich nicht, aber ist so. Ganz ehrlich, glaube ich nicht, ist aber so. So, jetzt gib mir das hier. Falsch, das da. Wait a second. Feindliches Flugzeug, Jungs. Ah, der ist daneben gegangen. Der auch. Von wo? Die kommen jetzt schon hier oben hin. Okay, die kommen jetzt schon hier hin und uns Probleme zu machen. Okay. Gehen wir einfach runter wieder. In den Rahmen, da sind wir sicherer. In den Graben. AD? Okay. Alter, wir haben die Moral der Gegner so dermaßen gebrochen. Wir können hier frei rumlaufen teilweise oder hier über diesen Bahnhof. Die Moral ist so dermaßen gebrochen, die schaffen es nicht gut zu pushen. Wir haben die komplett demoralisiert. Wir haben zwar eine kleine Offensive da oben. Aber... What the heck? Ab. Hab zwar nur einen von beiden, aber... Not bad. Jo, wir haben hier gewonnen, ganz klar. Der stürzt ab. Okay. Dann vergiss diese Muni. Und wir gehen rein. Wir gehen auch ein bisschen weiter mit nach vorne. Alter, 53 Kills. Okay, wir sind 34 Mal gestorben, wenn ich das sehe. Aber dennoch. Im Battlefield heißt es ja, KD spielt keine Rolle. Hauptsache, man spielt Objective und... Macht eine gute Arbeit. Also sagen wir mal, KD spielt keine Rolle, wie man sagt. Dann wäre meine Zweier-Profil-KD gerechtfertigt. Oh mein Gott. Yo, Medic! Oh, kein Medic. Der Sturmsoldat realisiert gar nicht, dass hinter ihm einer ist. Ja, dann wäre meine Zweier-Profil-KD gerechtfertigt, weil normal habe ich ja immer so in COD eine 3- bis 4er-KD im Profil. Oder 2 bis 3,5. Und hier habe ich nur so eine 1,9 bis 2. Wäre ja gerechtfertigt dann. What? Der hat geleckt! Wow, nice, dude. Das ist ein Anti-Snipe-System. Das hätte man vielleicht in echt haben müssen damals. Okay, Signalpistole hat einen Kill gemacht. Ich liebe die Signalpistole. Beste Waffe in-game. Gut. Irgendwie ist das hier gerade ein bisschen zu einfach. Haben wir die wirklich so dermaßen demoralisiert? Das kann doch nicht sein. Aufpassen. Feindlicher Soldat. Dahinter ist ein MG. Aha.
Dann wurden wir weggebombt, aber immerhin haben wir auch noch da vor allem weggesniped. Wupp, wupp, wupp. Mach das Teil da. Alter, wie. Was ist denn hier mit der Textur auf einmal los? Die sind ja ganz schön schwammig. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Let's go! Und das war's mit mir. Alter, diese Artilleriewagen, ey, die gehen mir so dermaßen auf die Nerven. Oh, ich bin Artilleriewagen. Oh! Ich bin toll. Nein, bist du nicht, du bist Schrott. Nee, das ist ein Panzer? Ah, da. Da ist ein Snipper. Okay, ich bin vielleicht demoralisiert, weil ich nicht treffe. Ein feindlicher Tank! Tankwagen! 57, geil. Nice.